Hallo, zum Jahresbeginn habe ich mir heute ganz was Besonderes einfallen lassen. Die letzten Projekte waren eher so eine schnelle Nummer, heute brauchen wir ein bisschen mehr Ausdauer. Wir kombinieren heute zeitgemäßen, traditionellen Kreuzstich mit modernen Mustern und kräftigen Farben und machen daraus eine Tasche. Mein Mann hat schon gesagt, das ist die hochwertigste und aufwendigste Tasche im Haus und ich bin einfach auch selber so begeistert von diesem Stück und deshalb da ist sie. Ich finde, das ist wirklich ein lässiger Shopper oder Tasche geworden. Es ist alles aus Kreuzelstich, wie gesagt, ganz individuell kreativ bestickt. Natürlich, ihr könnt da jetzt auch ganz kreativ sein. Ihr müsst das nicht ganz vollflächig sticken, ihr könnt weiße Teile lassen, ihr könnt vom Muster her selber euch inspirieren lassen. Ich habe das so frei Schnauze gestickt, wie man so schön sagt, aber ihr könnt es auch ohne weiteres einen karierten Zettel nehmen und ein Muster aufzeichnen. Ja, was braucht man heute? Ich habe natürlich wieder im Anschluss dementsprechende Farbpakete für euch zusammengestellt. Wir brauchen ein dickes Stück Leinen, damit dass das relativ rasch geht, die dazu passende stumpfe Nadel und eben verschiedene Farben. Zum Ausfertigen machen wir noch Quasten dazu, einen Reißverschluss für außen und innen und mit einem Baumwollfutter oder mit einem Jerseystoff kann das dann gefüttert werden. Ja, die nähbegeisterten Damen unter euch können das natürlich dementsprechend selber ausfertigen. Ich habe es auch wirklich der Schneiderin meines Vertrauens gegeben, aber da könnt ihr euch dann auch jederzeit bei mir melden. Gut, ich möchte euch heute einfach ein bisschen was zum Kreuzstich sagen, ein bisschen was zum Kreuzelstich erklären. Die Maße und die Details zur Tasche findet ihr alles im Video. Gut, und dann legen wir schon los. Ja, der Kreuzstich wird ja meistens auch so von den Mamas, Omas oder Uromas weitergelernt. Und ich glaube, das kennt jeder, wie oft ist er da und die Tischdecke wird umgedreht. Richtig, beim Kreuzstich ist wirklich vorn ein Kreuz und auf der Rückseite ist alles gerade. Wir lernen das natürlich heute auch so. Ich empfehle euch, es auch so zu machen. Natürlich, eine Tasche sieht jetzt keiner von der Rückseite, also kleine Fehler sind auch erlaubt. Bei der Tasche habe ich einfach so angefangen, ich habe wirklich mit den schwarzen Teile gestartet, habe immer das Schwarze zuerst gestickt und bin dann mit den einzelnen Farben dazugekommen und habe das dann dementsprechend ausgefüllt. Gut, ich starte jetzt einfach mit einer pinken Wolle und zeige euch einfach mal das Grundprinzip von Kreuzelstich. Wie gesagt, die Details zum Muster und zur Tasche habt ihr im Anhang. Aber da sollte auch wirklich jeder ein bisschen kreativ sein. Ihr könnt Streifen machen, ihr könnt Kasteln machen. Ganz wirklich, wie ihr das wollt. Ich freue mich dann wirklich auf eure Bilder, wie eure Taschen aussehen. Ihr habt natürlich dann einen größeren Stoffleck da. Wie gesagt, das ist wirklich so ein AIDA-Stoff, der so einen groben Raster hat. So, und jetzt der Kreuzelstich. Beim Kreuzelstich machen wir immer zuerst die erste Reihe. Das heißt, das halbe Kreuz von oben nach unten. Und jetzt seht ihr, hinten wird es gerade. Von oben nach unten. Nicht zu fest zusammenziehen, dass das Gewebe sich nicht zusammenzieht. So, so ist jetzt das halberte Kreuz. Und ihr seht, auf der Rückseite ist alles gerade. Und dann machen wir sozusagen den Deckstich. Und da gibt es jetzt auch das Prinzip. Ich stelle mir das immer so vor, das ist wie der Haken vom Einser. Wenn dieser Haken vom Einser ist, dann heißt es oben drüber. Also ich sticke zurück und wieder oben beim Loch einstechen, unten komme ich raus. Immer werdet ihr jetzt aber nicht dieses Einserhackerl haben. Wenn ihr jetzt zum Beispiel in die nächste Reihe raufstich, dann habt ihr das genau gegenverkehrt. Das heißt, ich habe jetzt kein Einserhackerl. Ich mache da jetzt auch noch ein paar. Und wenn dieser Haken in die gegengesetzte Richtung ist, heißt es, dass der Faden
drunter durchkommt beim Deckstich. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komplizierter, aber das geht dann wirklich ganz, ganz automatisch. Also dann drunter. Genau. Und das ist das Geheimnis vom Kreuzelstich. Ihr seht, hinten ist alles gerade. Ich gebe euch noch einen Tipp. Wenn das Muster sehr vollflächig ist, könnt ihr auch vorne vernähen. Das heißt, ihr zieht dann den Faden vorne durch. Ich nehme Kreuzerl für Kreuzerl. Das macht schon über 6 bis 8 Kreuzerl und zieht den Faden da vorne durch. Ihr seht, da sehe ich gar nichts vom Faden. Und dann abschneiden. Aber natürlich kann man auch auf der Rückseite vernähen. Die Tasche habe ich jetzt auf der Rückseite vernäht, weil man ja eh nichts sieht. Wenn ihr jetzt ein Handtuch oder so stickt, wo ihr die Rückseite seht, da empfehle ich euch immer vorne zu vernähen. Aber wirklich nur immer die gleiche Farbe bei den gleichen Kästchen durchziehen. Auf der Rückseite vernähen geht dann einfach so, dass man in der Schlangenlinie den Faden durchzieht. Gut, so viel zum Thema Kreuzelstich. Ihr stickt, wie gesagt, das ganze Design auf die Fläche, macht dann extra dazu die Träger, die Seitenteile, den Boden und natürlich oben den Verschluss. Quasten dazu oder was immer ihr auch wollt. Wie gesagt, für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Die Wollpakete sind im Anhang. Ich freue mich natürlich, wenn wir uns im Geschäft sehen, aber wir haben natürlich Abholung, Versendung, wie immer das für euch praktisch ist. Gut, dann, hier startet's und ich führe jetzt meine schicke Tasche auf. Bis zum nächsten Mal.